Gleich geht's los, Luca. Ich nehme mal auf, bevor es losgeht. Schauen wir mal. Jetzt geht's schwarz. 10. Oh, Sekunden. Acht, Krass. sieben, Ich bin gleich. fünf, vier, 4, drei, 3, zwei, 2, eins, 1. Pock. Switch. Oh mein Gott, Pokémon. oh, S Mature. wa Oh. dann Oh. kommt Bayonetta, wenn Mature ist. Oder Mortal Kombat nochmal, keine Ahnung. Aber das ist ja schon draußen. Smash-Charakter als erstes wäre jetzt wahrscheinlich Mario komplett. Pornmaker. Was kommt jetzt? Sicher Smash, oder? Bayonetta. Oh. Oder? Nee, Smash-Trailer. Let me smash. Wer kommt denn jetzt? Es ist aber kein Banjo. Pferd. Godstillion, ne? Ist es ein Dragon Quest Charakter auf einem Pferd? Genau. Weiß? What? Niemand? Irgend Final Fantasy Scheiß mal. Oder Dragon Quest. Oh, Luminary. Krass. Das ist ja von Dragon Quest gestern. Na. Oder ne, Blödsinn, Final Fantasy 8, oder ist das, oder? Frag mich doch nicht. Nur Gott sei Dank. What? Das hat echt keiner erwartet. Okay, Dragon Quest. Ich bin. Ha. Lore. Krass. Nice. Ha. Oder doch beide? What the fuck? Ha. Das sind alles Kostüme dafür, oder wie? Krass. Ha. Attention to detail wieder mal. Nee. Es sind mehrere Dragon Quest Charaktere, ja. Die alle anscheinend gleiche Moveset haben oder halt ähnlich sind. Ha. Cool. Okay. Dragon Quest 11 Dinger. Sommer 2019. Krass. Wenn viele Leute wieder abspritzen. Ja, nochmal Dragon Quest jetzt, ja. Muss sein, dass nochmal ein Trailer kommt. War ja klar. Ja, Luminary heißt der genau. Chat ist so 50-50 Garbage oder Hot. Ja, das ist halt Nintendo. Entweder Abspritze oder Kaki. Mehr gibt's nicht, was da. Cooler Start. Ich spiele sowieso kein Smash, also von dem her. Obwohl mich's interessieren würde. Für manche Charaktere Hello everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Hallo. In this Nintendo Direct for E3 2019, we'll keine Duck showcase a Bowser variety Memes. Of games, many of them coming soon.
But before we dig into the next game, there is someone I'd like to introduce first. Duck Bowser. Ja. What? What are you doing here? Wait a minute. What? There's been a bit of a mix-up. You're not the right Bowser. Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation. Das hat schon wieder ein Nintendo Mono. Not this way. No, no. This way. Bye bye. Maybe next time. Are you related? No, but we get that a lot. Well, let's get back to it. Please, take it away. Hi everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new, we've got you covered. Okay, so let's get a look at one of those games by taking a tour of Luigi's Mansion 3. Jo, das will ich doch auch sehen. Hello? Mario. Luigi's invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach, and the others. Oh, lucky him. Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye. For not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Suck it, yo. Nice. G00 has the powerful suction capabilities with muscles and other new features as well. Chat is wieder voll mit Suck. Yeah, suck. First, the slam. While trapping a ghost, slam it on the ground to inflict some damage. It's nice. Ghost on the action. Action. Next, the suction shot. Suck. Find the plunger to attach it to something. Then pull the string and you can destroy furniture and more. Fun fact, das Kind war ich immer zu... Hatte ich viel zu sehr Angst vor dem Spiel. Sometimes ja. Ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a multi suck. The powerful air pressure released will blow away ghosts, and it's perfect for blow away ghosts. Nice. The chat is immer das Beste. Ah, we simply can't overlook the latest invention from Professor Egad, namely Gooigi. Gooigi, jawohl! And Gooigi to use both their skills. Gooigi can do everything from slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, nice. There are obstacles too great for Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, he makes for a great co-op partner. But proceed with caution. Luigi and water definitely don't mix. Now please direct your attention to the Scare Scraper. Spooky? Sure. Multiplayer. Yet it also houses up to 8 players for local or online co-op games. Defeat all ghosts before time runs out. Also, die können sich gegenseitig sacken. Ja. Der Traum eines jenes. Any challenges the tower throws at you. Together. What a place to wake up in. A haunted hotel with floor after floor of oddities. Many traps and mischievous ghosts lurk within. What will befall our missing Mario and friends? And his kauf ich mir vielleicht sogar. Their fate rests in your hands. Luigi's Mansion 3. Kein noch immer kein Release Datum?
krass. Seed und Treehouse, okay. So that was Luigi's Mansion 3, the latest gameplay game in the series beim that nachher. I personally love. Oh, das streame ich ja nicht. And we can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title on Nintendo Treehouse, live at E3 2019. We'll be streaming content, some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch. Yep. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live. Ein Viertel ist schon vorbei vom Direct wieder. Miss it. Or this. Have a look. Hauen wir ein paar Trailer raus. Hm? Ogre slept too long. Netflix? Was zum Teufel? Granny Gang? Netflix ist gestanden, Luca. Oh Gott. Oh, what the fuck? Ist es ein Spiel mit Netflix oder was? Oder. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Vielleicht Serie mit Spiel gucken, jetzt gab's schon ein paar Mal. Boah, kann sein. Die Hexe oder was es da ist, die hat mich an die Dinos so ein bisschen erinnert. Mhm. The Dark Crystal. Achso, das haben sie ja schon am PC gezeigt. Egal. A Link's Awakening nochmal. Der Remaster Remake Trailer da. Remake. Vielleicht nur Switch. Nee, unwahrscheinlich. Ja, ich hab einen Problem. Das ist Remake von Link's Awakening. Okay. Das war ich, wenn ich auf den Bauch geklopft habe. Das ist ja, glaube ich, das einzige Zelda mit Goombas auch, ne? Keine Ahnung. Ja. Tief! Release Date wäre auch nett zu wissen. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen vor mir. Mal gucken. Achso, ich bin jetzt bei Dampé. Genau. Beim Herz. Ist gerade gebaut. Grad, ja. Dungeon, ja. Go Adventuring. Ja, ja, passt. Cool, man kann sich einen eigenen Dungeon zusammenbauen. Oh. Nice. Minecraft-Klon im Chat. Minecraft-Klon. Nice. Ja, ne? Ei, ei. 20. September, dankeschön. Oh, kommt vor Pokémon raus. Ist the Breath of the Wild überhaupt schon durch? Jein. 60 Stunden oder 70 Stunden, nein, habe ich nicht durch. Nice. Jetzt kommt nochmal irgendwie Square-Sachen, was gestern auch noch war. Oder so. Where are you going? Action RPG Trials of Mana is getting a global release on Nintendo Switch. Ja. Schau, crap people. Full Metal Hugger.
Ja, ja, Lukas Abendkostüm. Ja, genau, Mana kommt auch oft vor. Generic Anime The Game. Ja, basically. Nein, ja, okay, aber ja, schön. Ja. Sieht schon aus. Ja. Ich würde gern Spiele sehen, die anders sind. Dankeschön. Aha. Ich weiß nicht, was das ist. Nein. Witcher? Nee, what the fuck? Ist Witch. Was? Als ob? Ja, siehst du? Ja, siehst du doch jetzt schon. Ich war kurz verwirrt. Rumor, ja. Ich war kurz verwirrt. Deswegen. Oh lol. Das sieht aus. Oh man, da tun dir die Augen weh. Aber ich meine, es ist trotzdem gut, dass es auf die Switch kommt. Cool, trotzdem. Das ist jetzt Fire Emblem. Harry Potter Fire Emblem Edition. Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, Teach? Kill every last one of them! Das Gesicht hat dazu überhaupt nicht gepasst. Das ist eben mehr Anime als Spiel. Weil das Spiel ist top-down, glaube ich. We have no choice. Die Cutscenes sind nur so. Cling to unreasonable ideas of justice. Someone must put a stop to this cycle of the strong trapped with the weak. Aber die Story soll halt gut sein, aber der Style ist halt leider nicht meins, ne? Und ich bin nicht so ein Strategiemensch. Rundenbasierter Kampf ist es, glaube ich, so ein bisschen, aber Massenkampf halt. How lovely it would be for this moment to last forever. Seed on Treehouse. Nintendo Switch is the only gaming console you can play, not only on your TV at home, but anywhere you go. Das wusste ich gar nicht. In fact, with a system like this, it might be fun to play Resident Evil at a location like this. Ja, easy. War nicht Resident Evil 7 sowieso auf der Switch schon? Oder bilde ich mir das ein? Keine Ahnung. Das ist dir wahrscheinlich ein. Es ist so Resident Evil Zero, oder? Oh ja, der Schlüssel passt. Nice. Satisfying. Ingame-Grafik, ne Luca? Krass, ne Switch. Unmöglich. Okay. So zu spielen ist so unbequem. Der Original, okay. Ja. Can you open it? Try. See what's through there. 1 und 0 sollen ja, glaube ich, kann man für Switch. Did it just eat him? It's gonna come back. Okay, 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 okay. Did I get it? I got it. Oh, I threw it. Und jetzt kommt der Smash-Brief. Resident Evil Go. Ja. Oh, zwei mehr nochmal. Okay. Oh, Resi 5, ja.
Und 6, okay. Resident Evil. 6, 0, 1 und 4 war schon, okay. Playing a Resident Evil game in a place like that might not be my way to play, but I bet you could find your way to play, don't you think? Hälfte rum schon. Haut raus jetzt mal, was mich begeistert. Pokémon oder so. Wäre cool. Aber das kommt wahrscheinlich zum Schluss erst. Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. What? What? Power Rangers oder was? Ist das... Ja, ja, fahren wir den. Mir fallen noch ein paar Spiele ein, die auf jeden Fall kommen müssen, und die Direct schon halb vorbei. Weird. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich bin mir nicht sicher. No more heroes, genau, danke. Ja, Travis, no more heroes, genau. Auf das Spiel warten angeblich auch viele Leute. No more heroes 3, genau, ja. Ist auch ein großer Release für die halt. Kirschchen. So, jetzt haut raus nach der Reihe. This is Kaiser. He led an elite team for Contras during war. Hungry Bees. Kack, die Quali wird dir auch so. Ah, okay, ich habe aber auch Quelle. Weißt, Nintendo hat wieder 1080-60, obwohl sie nicht brauchen würden. Battle Aliens. Kill everything. Save the world. Generic superhero. Und ein Panda. Und übergroße Bosse. Contra. Contra sagt man was, aber... Keine Ahnung. Ja. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Contra, okay. Daemon X Mark, ja, okay. Es war ja schon in Alpha letztes Jahr und dann war es irgendwie scheiße beim Testen und dann haben die es nochmal überarbeitet. Mich würde es überraschen, wenn es dieses Jahr rauskommt. Ha, kommt doch dieses Jahr. Krass. What generic anime game Nummer 6? What the fuck?
Boah, die Leute werden sich so beschweren, wenn kein Animal Crossing kommt, was auch für dieses Jahr angekündigt ist. Und da Pokémon News schon confirmed sind, wird schwierig, dass da noch was kommt. Panzer Dragon. Jawohl. Hat Panzer im Namen, Luca. Immerhin. Konnichiwa. Hello. I'm Shinya Takahashi. Pokémon Musik höre ich schon. Earlier this month, we held a Pokémon Direct for the latest games in the series. Pokémon Sword and Pokémon Shield. The developers from Game Freak showcased the new Galar region, the location of your new adventure. Frei bewegliche Kamera, by the way, ne, Luca? Krass. It will be a while until these games launch. Ja, das ist halt das Gimmick. Große Pokémon. Sword Dogo. You can use certain functions of the Pokéball Plus accessory. Ja, das sind die geilen News, die angekündigt haben. Als ob das nicht klar war. You may not be able to use the device as a game controller, but if you spend some quality time with a favorite Pokémon of yours, then something good might happen. In the Nintendo booth at this year's E3, okay. Fans can play Pokémon Sword. Oh, neues Shield. For the first time anywhere in the world. Neues Ingame. Mm. Neue Arena-Leiterin. You can challenge one of the gyms in the Galar region. Grill. One and only water gym, where the water type gym leader Nessa will be there waiting for you. Oh, ist tauchbar. If you're attending this year's show, I encourage you to experience a battle between Dynamax Pokémon, which is an advanced strategy from this region. Also, ich glaube, der League war weil die ersten Nester. Stay tuned for live gameplay of Pokémon Sword. Da kommen sicher neue Pokémon noch. On Nintendo Treehouse Live. Aber and now I'd like to shift gears. Please have a look at this. Shift Gears? Aha. Ah, das ist das von Platinum, was heute auch noch kommen sollte. Been waiting for you. As you know, Earth is currently under extra-dimensional attack. Chimeras, like the ones you've just seen for the first time. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimeras dimension. We're facing down the end of the world. Through blood, sweat, and years of research, we finally made Astral Chain, genau, es ist mir wieder eingefallen. By neurologically sinking captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the Legions. I'll give you some parting advice. Your power, it's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override release isn't going through! That's impossible! And when half of that body is about to die... Jetzt können noch Sachen kommen, die ich nicht mehr auf der Liste habe, außer halt Animal Crossing. No way! Und wir haben noch 12 Minuten. What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have! It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion... Or maybe I should say, a curse. We can't turn back now. I've got to know the whole truth. He's still alive out there. I know he is. Generic Anime Game Nummer 7. 30. August schon. Platinum. Und jetzt noch Bayonetta oben drauf, ist ja cool. Meinst du? Nee, ich sag nur, es wäre cool, aber es wird nicht passieren. Paradox? Das ist Romero. Ja, aber es ist trotzdem halt Publisher-Ding. Na, Luca, kannst du den gleich auf 8 machen? Na. What is this? Ist das?
30er Jahre. Mafia? Port? Oh, das ist halt. Schau da mal. What? Mobile Game. Was? Empire of Sin. Oh, cool. Ja, mehr oder weniger erfasst, ja. Death by our hands is not an honor they have earned. Vielleicht kommt jetzt ein Counter. Achso, nein, das ist Marvel Ultimate Alliance, genau. Much worse. Marvel Kampfspiel. Even with this stone, der Kopf von Luca war das. This may not be a battle we can win. Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. Black Spudermann. Jump in anytime now, darlings. Oh, das ist doch mehr so ein Kampfspiel. Genau. Oh, und Strip hacked up. They will pay for what they've done. In blood. All hope is fleeting in the face of Thanos. Stell dir mal vor, Thor würde Fußball spielen. Dann würde sicher viele Tore schießen. Schau mal, da ist das Auto. Was? Ein Auto. July 19th. Expansion Pass today. Dun, dun, dun. So, nächstes Spiel. Shovel Knight oder was? Nee. Irgendwas mit Necromancer, aber. Ja, das ist der Kram, wo du dich in jedem Beat bewegen kannst. Naja, das stimmt, das war ja gestern schon noch. Achso, der Blödsinn ist ja das mit Zelda, genau. Das kommt ja jetzt im Juli raus oder so. Weiß ich nicht mehr, wie es heißt, aber. Die Speedruns von dem anderen Spiel sind ziemlich interessant. Genau, Cadence of Hyrule, genau. Was? Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, jawohl. Nice. Ist ja in Tokio, stimmt, nächstes Mal. Deswegen muss wieder ein neues her. Wird sie zumindest das beste Spiel sein zu den Olympischen Spielen. Genau. Na ja, gut, das ist auch kein hartes Ziel. Ja. Ja. Ich stelle mir vor, dass Bowser da so hoch klettert. Definitiv. Viel mehr ja geil, Fußball. Jawohl. Das kaufe ich mal. So, what do you think so far? Now for some follow-up information on a game that fans have been waiting for. Animal Crossing oder Bayonetta jetzt? Warum nicht beides zusammen? Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving. Nook? Ja, das ist Animal Crossing, ja. Nook ist Animal Crossing, ja. Ja. Das ist wie ein Commercial aufgezogen, nice. Ja, so funktioniert das, Luca. Ja. Axt sieht auch aus wie eine Toolbox. Ja, passt doch, oder? Ist halt so ein Chiller-Game halt. Mhm. So, was du 20 Minuten mal spielen kannst und weglegst und dann wieder spielst irgendwann. Ja.
New Horizons. Ah, ja. März 2020, also schon verschoben, ja. Trotzdem. Nice. Originally, we announced this title as a 2019 release. However, we need to change its release date to March 20th of 2020. To ensure that the game is the best it can be, was ist denn der Dezember Release? Der große. We hope you look forward to the latest installment of Animal Crossing. Vielleicht kommt da noch was. Mario Kart 9 oder sowas. Live, the game's producer, Mr. Nogami, 5 Minuten ist er noch. Director, Ms. Kyogoku, will come on for a live demonstration of some early moments in the game. Neues Mario Kart wäre schon nice. By the way, there are many different types of games coming to Nintendo Switch from Nintendo and our partners. So, oder Bayonetta ist fertig. To show you what's in store for 2019. Jetzt kommt der Recap, ja? Okay. Let's have a look. Dann kommt noch mal so ein großer Trailer oder so. Spyro kommt auch, cool. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt war. Das war schon bekannt, oder nicht? Ja, ja, weiß ich nicht, kann sein. Müsste, weil sonst wäre es eh angekündigt worden extra. Petra, hier war die Banane. Doom Eternal coming soon. Ja. Ja. Ich finde gut, dass die Switch mit Third-Party-Titeln auch beliefert wird. Und zwar im gleichen Monat wie das Hauptspiel. Alien Isolation. Cool. Das habe ich hier noch nicht gespielt, vielleicht spiele ich das auf der Switch. Ja, genau. Ja, warum nicht? Ja, aber Luigi's Mansion ist zu scary für dich. War, wie ich als Kind war, habe ich gesagt, oder? Ja. Ich verstehe, dass du mich dissen willst, ja, Luca. Bonus-Expert Netflix, ja, ist das, ja. Lol. Just Dance, wuuu! Kommt sogar noch diesen Monat. Oh Gott. Das war doch auch von Microsoft. Das hat ja so gefailt bei denen. Super Mario Maker kommt noch diesen Monat. Noch kaufen. Was kommt jetzt, ist die Frage noch. Smash nochmal? Den Trailer hat man schon mal gesehen. Wer kommt jetzt? Wait. Ist noch mit. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nee! Da war ein Puzzlestück! Wow. Als ob die das nochmal bringen! Die Wege. Das ist ein Tease. Als ob die den gleichen Witz nochmal bringen! Diese Gitter. Jawohl! Let's go! Ja, gib's mir! Jawohl. Bottles nice. Ah, geil. Ah. Geil, Granateier. Nice. Goldene Federn.
Spiral Mountain. Boah, schaut das geil aus. Kommt Tilda! Oh, Jinjo aus Smash oder was? Nice! Das Final Smash. Oh, geil. Ha! Ah, das Notch. Das Kleiner. Oh, geil. Oh, Mann! Yes! Here we go! Nice! Ah, geil. Ah. Ah, schön. Herbst. Okay, ich glaube, ich muss Smash kaufen, Luca. Okay. Einfach nur deswegen. That obviously wasn't Duck Hunt Silhouette, was it? Please stay tuned for more information about DLC in the future. Oh God. As for Nintendo Switch, we have more games in development beyond what we've shown you today. Awesome. I'm looking forward to the day we can introduce them to you. Speaking of, before we end this direct, I actually have one more thing to show you. Noch was zu schauen? Thank you very much for watching. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht kommt jetzt Mario Kart 9 noch und dann stirbe ich in fröhlicher Fröhlichkeit. Ups. Oder auch nicht, aber was ist das? Wait. Zelda? Nee. Doch? Auf der Wald DLC vielleicht. Oder die Ankündigung vom nächsten. Dafür sieht das zu ähnlich aus. Oder nochmal ein Story DLC, kann gerne sein auch. Nehme ich gerne mit. Oh shit. Ja. Okay, Breath of the Wild DLC, ja. Ja. Oh! Oh! Das war ein Teaser! Schön! Oh Gott, Luca. Krass. Das kommt wahrscheinlich in 5 Jahren erst raus, aber trotzdem. Ja. Geil! Ah! Schön. Okay. Hat mir gefallen. Mein Winner of E3. Thank you very much. Hey, good morning, everybody.